Nächster Redner ist Manfred Hofinger von der ÖVP, er ist Gemeindesprecher, ein Niederösterreicher. Danke, Frau Präsidentin, liebe Mitglieder der Regierungsbank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Philipp Kucher, eines fällt mir bei dir auf, wenn du nur die Hälfte deiner Energie... Ein Oberösterreicher, Entschuldigung. Würde, ...oder die gesamte SPÖ würde es, glaube ich, den Menschen in Österreich am meisten helfen. Aber heute ist ein guter und ein schöner Tag für die österreichischen Gemeinden, weil wir sie unterstützen können in Richtung Autonomie, Energieautonomie. Denn es sind ja die Gemeinden und Städte, die dafür sorgen, dass unsere Volksschulen, Schulen, insgesamt Kindergärten mit Heizung, also mit Warmwasser und mit Wasser versorgt werden, aber genauso das Abwasser, die Abwasserinfrastruktur und die Wasserinfrastruktur stellt die Gemeinden vor großen Herausforderungen. Und deshalb hat sich die Bundesregierung dafür entschlossen, dass wir diese Gemeinden und Städte finanziell unterstützen werden. Und das freut mich ganz besonders, dass wir vor allem hier ein zweigeteiltes Gemeindepaket, das KIK 2023, auf die Beine stellen können, wo wir die Gemeinden für die Herausforderungen der Zukunft und den hohen Stromkosten entgegenwirken können. Herzlichen Dank an Herrn Bundesminister Magnus Brunner und Bundeskanzler Nehammer und der Fraktion natürlich auch der Grünen für diese Bemühungen. Ja, dieses zweiteilige Gemeindepaket besteht aus zwei Teilen, wie gesagt. Das erste Paket fördert die Autonomie der Gemeinden und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. 500 Millionen Euro werden investiert, dass die Gemeinden Photovoltaik montieren können, LED-Beleuchtungen machen können und so weiter. Oder genauso Anschlüsse an Fernwärme oder Geothermie machen können, um Energiekosten einzusparen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher, richtiger Weg. Es stärkt die Autonomie der Gemeinden und auch die Strompreise und Energiekosten können damit gesenkt werden. Der zweite Teil, das zweite Paket mit 500 Millionen unterstützt in der Infrastruktur der Gemeinden. Wir haben es in der Vergangenheit gesehen, dass genau diese Investitionspakete den Gemeinden, aber genauso der Region mit einem Mehrwert hilft. Und es hilft natürlich auch, die Wertschöpfung in den Regionen zu halten und Arbeitsplätze zu schaffen. Daher werde ich hier einen Abänderungsantrag einbringen, der Abgeordneten Gabriel Obernostra, Magister Dr. Jakob Schwarz und Kolleginnen und Kollegen, dass die Regierungsvorlage im Budgetbegleitgesetz 2023 geändert wird. Der Abänderungsantrag wurde vorher schon verteilt und daher erläutere ich nur die Kernpunkte. Erster Punkt ist der Zweckzuschuss, eben die Aufstockung des KIK um 500 Millionen Euro, um die Daseinsvorsorge der Gemeinden zu garantieren, wo auch 5% der Ausgaben bzw. dieser 500 Millionen für gemeinnützige Vereine verwendet werden kann. Ebenso werden die BZ-Zuteilungen, also die Bedarfszuweisungen, auf 75 Millionen aufgestockt, die eine freie Budgetspitze für die Gemeinden bringt. Weiters im Abänderungsantrag ist das Landesverteidigungsfinanzierungsgesetz geregelt, wo hier inhaltlich folgendes Bestandteil ist, dass zusätzliche Budgetmittel neben den Investitionskosten auch für Mehrausgaben im laufenden Betrieb sichergestellt werden. Mit diesem Abänderungsantrag werden wir heute einen großen Punkt in Richtung Energieautonomie der Gemeinden machen. Und die Gemeinden stehen insgesamt vor großen Herausforderungen. Das wissen wir und wir können auch seitens der Regierung nur einen Teil damit abfedern. Aber ich bin schon wirklich auch stolz, auch als Gemeindesprecher, wenn wir die 2500 Gemeinden in Österreich anschauen, wie viele innovative Projekte sich schon durch die Innovation von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern ergeben haben und damit auch für die Bevölkerung Vorreiter sind. Und das, glaube ich, spricht für sich, dass der ländliche Raum sehr gut funktioniert. Ich möchte nochmals darauf verweisen, abschließend, dass wir in den letzten Gemeindepaketen insgesamt die Gemeinden mit 3,8 Milliarden Euro unterstützt haben. Und ich glaube, jede Investition in die Gemeinde ist eine Investition in die Zukunft. Herzlichen Dank. Das war Manfred Hofinger von der ÖVP.